Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Channel von Delta Mike Heavy. Hinsichtlich des UL-Fliegens gibt es ja sehr, sehr viele Mythen und Vorurteile und denen möchte ich mit diesem Video mal einmal auf den Grund gehen. Wenn bei mir Gäste zu Rundflügen erscheinen und tatsächlich vor unserem Ultraleichtflugzeug stehen, dann stehen die da wirklich mit so einem Fragezeichen über dem Kopf und denken sich so, hä? Was ist das denn? Denn der Grundgedanke, den die mitbringen, ist eigentlich jener, dass die jetzt gleich mit irgendeinem Gartenstuhl in die Lüfte steigen. Dass es sich bei Ultraleichtflugzeugen aber tatsächlich um, in Anführungsstrichen, richtige Flugzeuge handelt, wundert die meisten. Und es gibt noch viel mehr dieser Mythen und ich werde in diesem Video 5 Stück davon präsentieren und mit euch besprechen. Mythos Nummer 1. Das sind doch nur Drachen. Man muss dazu sagen, die Ultraleichtsparte ist eine äußerst vielseitige Sparte mit einer breiten Palette von Flugzeugen. Wir haben hier erstmal die ganz normalen Flugzeuge, also natürlich sind es Ultraleichtflugzeuge, aber ich setze das immer in Anführungsstriche, weil es gesetzlich gesehen keine Flugzeuge sind, sondern sogenannte Luftsportgeräte. Aber das ist im Prinzip nur eine gesetzliche Bezeichnung, denn der Unterschied von Luftsportgerät zu Flugzeug ist im Prinzip einfach nur marginal. Dann haben wir aber auch Segelflugzeuge im UL-Bereich, wir haben Tragschrauber und wir haben sogar Helikopter, also ultraleichte Helikopter. Das ist aber noch lange nicht alles und daher rührt auch die Verwirrung, denn wir haben zusätzlich noch Trikes, wir haben Fußstart-ULs, wir haben Motorschirme mit Rucksackmotor, also da trägt man den Motor und Propeller auf dem Rücken und wir haben Motorschirme mit einem kompletten fahrbaren Untersatz. Und weil das noch nicht genug ist, kommt dazu noch die 120-Kilo-Klasse. Und hier ist eine vereinfachte Zulassung möglich. Man benötigt kein Medical zum Fliegen und es sind meistens Einsitzer, also sozusagen die Forever Alone-Klasse. Was ich damit sagen will, ist aber, dass die Ultraleichtfliegerei eine der vielseitigsten Sparten in der Fliegerei als solche ist. Mythos Nummer 2. Ultraleichtflugzeuge sind unsicher. Das stimmt natürlich nicht. Also ich sag mal so, zu Beginn der Ultraleichtfliegerei, da gab es schon so einige Unfälle, weswegen die Ultraleichtfliegerei dann auch irgendwann reguliert wurde. Und das hat man getan mit Bauvorschriften. Beispielsweise muss ein Hersteller eines ULs eine bestimmte Belastbarkeit des Ultraleichtflugzeugs nachweisen. Das heißt, man kann nicht einfach irgendwas zusammenbauen, so was Klettergerüstartiges, dann da ein paar Flügel dranhängen und losfliegen, so wie zum Beispiel die Real-Life-Guys das mal versucht haben. Nein, es sind wirklich Vorschriften da, die auch tatsächlich erfüllt werden müssen, damit ein solches Flugzeug überhaupt auf den Markt gelassen wird. Darüber hinaus müssen viele weitere Standards erfüllt werden. Beispielsweise betrifft das die Wartung oder auch die Prüfung, das ist die sogenannte JNP, also die Jahresnachprüfung, die vergleichbar ist mit dem TÜV bei einem Auto. Und dann gilt es natürlich für die Piloten auch bestimmte Betriebsgrenzen einzuhalten. Das heißt, man darf das Flugzeug nicht mit voller Geschwindigkeit in rauer Luft fliegen oder ähnliches. Früher waren Ultraleichtflugzeuge tatsächlich mehr oder weniger so ein Stahlrohrgeflecht und darum wurde ein Tuch gespannt, um beispielsweise die Profile der Tragflächen abzubilden. Dann ging es irgendwann in Holzkonstruktionen über, die beide übrigens bis heute noch Bestand haben und sehr erfolgreich auch Bestand haben. Und mittlerweile sprechen wir eigentlich schon fast von Voll-GFK- bzw. Voll-CFK-Flugzeugen. Das heißt, in der Ultraleichtfliegerei werden nicht nur irgendwelche Materialien eingesetzt, sondern sehr, sehr professionelle Materialien aus der Luftfahrt. Kommen wir zu Mythos Nummer 3. Ultraleichtflugzeuge sind langsam. Da kann ich euch beruhigen, das stimmt nicht. Also es stimmt nicht mehr. Aber auf der einen Seite, es gibt langsame ULs, ne, das sogenannte Low-and-Slow-Fliegen, aber es gibt auch echte High-Speed-Renner. Und mit den Ultraleichtflugzeugen erreichen wir wirklich beachtliche Geschwindigkeiten. Ich mit meiner FK9 zum Beispiel, ich habe da einfach nur einen 80 PS 0815 Motor verbaut und wenn ich da so ein bisschen Gas gebe, komme ich ganz schnell an die Grenze des Geschwindigkeitsmessers und fliege mit 220 km/h durch die Gegend. Wohlgemerkt, querfeldein. Es gibt aber wesentlich krassere Werte, die quasi die Vorstellungskraft schon nahezu sprengen. Also wenn man dabei betrachtet, dass es sich um das UL-Fliegen handelt. Es gibt ein Flugzeug, die Blackwing, die hat im Jahr 2020 einen Rekord aufgestellt und zwar in Höhe von 389,55 km/h. Natürlich gibt es da auch so einen kleinen Wettbewerb und danach folgte dann ein UL-Flugzeug, das heißt Ryzen. Und das schaffte 400,45 km/h.
400 km/h, also wir haben die 400 km/h Schallmauer mit Ultraleichtflugzeugen durchbrochen. Man muss also schon sagen, dass diese Ultraleichtflugklasse sehr, sehr beeindruckend ist, insbesondere hinsichtlich ihrer Entwicklung. Denn mittlerweile sind wir tatsächlich so weit, dass wir auch über Turbinen als Antrieb reden. Und das ist dann natürlich schon wieder eine komplett andere Welt. Ob man das dann wirklich noch braucht und ob das dem UL-Gedanken entspricht, I don't know, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber der Fortschritt ist da. Mythos Nummer 4. Ultraleichtflugzeuge sind sehr, sehr teuer. Ich sag's euch ganz ehrlich, es gibt durchaus ultra teure Ultraleichtflugzeuge. Das liegt aber meistens an der Ausstattung, insbesondere an einem Glascockpit, zum Beispiel auch an einem Constant Speed Propeller, an den Einspritzmotoren der allerjüngsten Generation oder sogar an Turbinen. Es liegt am Einziehfahrwerk und aber auch an den verwendeten Materialien. Nochmal zur Erinnerung, es werden ULs gebaut, die voll CFK sind. Da ist also nur Carbon zu finden, ausschließlich Carbon. Und das ist natürlich sehr teuer. Auch hier muss man wieder sagen, es kommt einfach darauf an, was es einem selbst wert ist. Natürlich knacken ULs dieser Art locker die 300.000 Euro Marke. Locker. Insbesondere, wenn jetzt auch noch bald der Autopilot dazu kommt. Das Video dazu verlinke ich euch gerne mal hier oben. Dann wird das natürlich auch wieder teurer, teurer, teurer und noch teurer. Aber es gibt auch sehr, sehr günstige ULs. Als Beispiel die C22. Die gibt es ab 7.500 Euro auf dem Gebrauchtmarkt. Oder das UL-Segelflugzeug Banjo. Ab 12.500 Euro zu haben. Dann natürlich das allseits bekannte UL-C42. Bekommst du mittlerweile in der Version A ab 20.000 Euro. Oder dazwischen mal ein Tiefdecker, eine TL-96 zum Beispiel, gibt es ab 30.000 Euro. Das sind aktuelle Preise. Die Flugzeuge werden tatsächlich gerade für diese Preise verkauft. Jetzt denkt man sich natürlich so, boah, Alter, was für eine Investition. Aber man kann natürlich auch einem Verein beitreten oder Flugzeuge einfach chartern. Dann fliegst du im Verein pro Stunde gut und gerne schon für 50 Euro. Und zwar inklusive Treibstoff. Und bei einem Verscharterer, wenn es günstig ist, bekommst du ein UL für eine Stunde schon ab 100 Euro. Die Sache ist die, und das ist nicht von der Hand zu weisen, Fliegen kostet Geld, definitiv. Aber beispielsweise, fahr mal zur Fußball-Bundesliga, das kostet auch richtig Kohle. Oder deine Kinder wollen reiten, oder du spielst selber Golf oder fährst Motorrad. Kostet alles einen Haufen Geld. Manche haben das Hobby Fotografieren. Ich habe einen Kumpel, der fotografiert für sein Leben gern. Der kauft sich aber auch alle 5 Jahre für fast 10.000 Euro neue Ausrüstung. Hobbys kosten Geld. Wir wandeln Geld in Spaß um. So ist es nun mal. Nicht von der Hand zu weisen, Ultraleichtfliegen ist sicherlich nicht das allergünstigste Hobby, aber es ist durchaus erschwinglich. Es kommt halt immer darauf an, was man selber möchte und was man unter dem Begriff Ultraleichtfliegen versteht. Kommen wir zum letzten Mythos, Mythos Nummer 5. Ultraleichtflugzeuge sind Umweltverschmutzer. Natürlich verbrennen wir Benzin, natürlich haben wir einen gewissen CO2-Ausstoß. Man muss allerdings sagen, dass gerade die Entwicklung der UL-Klasse in Richtung Effizienz geht. Wir verwenden sehr leichte Materialien. Das Oberflächenfinish der ULs ist unglaublich gut, ne? Also wir haben sehr, sehr, sehr geringen Widerstand. Und die Aerodynamik wird immer besser. Darüber hinaus werden Ultraleichtflugzeuge natürlich mit relativ umweltfreundlichen Motoren betrieben. Meine FK9 Mark IV, die verbraucht zum Beispiel 10 Liter Super Plus pro Stunde. Damit fliege ich aber auch 160 km/h. Und zwar querfeldein. Rechnet man das jetzt auf 100 Kilometer um, dann verbraucht meine FK9 ungefähr 6,25 Liter pro 100 Kilometer. Das ist eigentlich ein völlig vertretbarer Wert. Wenn man das mal mit den aktuellen Autos vergleicht, natürlich müssen wir hier Benziner nehmen, das am meisten verkaufte Auto im Jahr 2023. Und zwar der VW Golf. Was meint ihr, wie viel verbraucht das Ding pro 100 Kilometer? Damit meine ich aber übrigens nicht die Herstellerangabe, sondern den realen Wert. Es gibt eine tolle Internetseite, spritmonitor.de, da habe ich alle Golf ab dem Baujahr 2010 mit reingenommen und mal den Durchschnittswert ermittelt. Ihr werdet euch wundern, 7,31 Liter pro 100 Kilometer verbraucht das gute Stück. Zur Erinnerung, die FK verbraucht nur 6,25 Liter pro 100 Kilometer. Oder der VW Tiguan, zweitmeist verkauftes Auto in 2023, 8,62 Liter auf 100 Kilometer. Der VW T-Roc, erster Platz 2023 im Bereich SUVs, 7,26 Liter. Der BMW X1, zweiter Platz 2023 im Bereich SUVs, 8,33 Liter pro 100 Kilometer. Jetzt wird natürlich die Ausrede kommen, ja, aber ich brauche ja mein Auto, weil ich damit ja nur zur Arbeit fahre. Ach ja, stimmt, man fährt ja nur zur Arbeit. Zum Sport, ins Kino oder ins Schwimmbad, da teleportiert man sich ja meistens. Oder das absolute Trendhobby, Elterntaxis. Niemand sitzt in den Autos drin, niemand. Trotzdem stehen jeden Morgen vor irgendwelchen Grundschulen, was weiß ich, wie viele Autos. Nur zur Arbeit kommen.
Ist klar. Wenn man mit 6,25 Litern pro 100 Kilometer durch die Gegend fliegt, finde ich das beispielsweise gegenüber dem Hobby Motorradfahren absolut vertretbar. Welche Mythen werden euch als Piloten häufig entgegengebracht? Oder noch besser, welche Vorurteile hattet ihr selber, bevor ihr mit dem Fliegen begonnen habt? Das würde mich mal richtig interessieren. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne den Channel, wenn ihr mehr solchen Content sehen wollt. Ich würde mich echt über jedes Abo freuen. Ich wünsche euch always happy landings. Ich wünsche euch always three greens. Wenn ihr ein retractable Gear habt, nur dann natürlich. Manche haben es ja, manche nicht. Ihr wisst es selbst. Kommt dann halt wieder auf die Kosten an. Ne? Wenn du 300.000 ausgeben willst, hast du eins. Gibst du nur 20.000 aus, hast du keins. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video und ich sage ciao mit V. Versuch Nummer 3 startet ab jetzt. Jetzt. Beispielsweise muss ein Hersteller eines ULs eine bestimmte Last... Oh Gott. Werden Materialien eingesetzt, die auch in der professionellen Luftfahrt mein Gott, Alter. Die FK verbraucht nur 6,25 Kilometer, genau. Ich habe schon wieder keine Outtakes am Start. Das ist die Scheiße. Diesmal verlinke ich nicht auf das Video, das ihr eigentlich hier oben finden würdet. Vielleicht verlinke ich es ja doch, wer weiß es. Das ist das ultimative Outtake-Video. In diesem Sinne, macht's gut, ciao.